Sie studieren seit Ihrem 13. Lebensjahr. Habe ich da ein Wunderkind mir gegenüber? Wie ist das gegangen? Als 13-Jähriger sind Sie auf die Uni gegangen und gesagt, grüß Gott, bin ich da, mich interessiert Physik. Ja, dass ich beim österreichischen Wer wird Millionär mitmachen musste, zeigt ja schon alles. Ich war halt zu dumm für das Deutsche. Und ja, das mit dem Studieren, ich habe mir einfach irgendeine Scheiße ausgedacht, dass ich in diese Sendung komme, als wenn jemand mit 13 schon studieren würde. Weiter geht's bei uns zwar. Wir gehen in das zweite Drittel. Ja, endlich. Hartz IV gönnt nämlich nicht mehr. Am heutigen 12. November. Historisches Datum. Was besteht in Österreich stets aus einem Buchstaben und 7 Ziffern? Ach nee, nicht noch eine Österreich-Frage. Die Reisepassnummer. Eine Flugnummer oder der IBAN? Also der BIC kann es nicht sein, die Flugnummer auch nicht. Ich würde sagen, der IBAN ist ja bei euch Ösis zweistellig. Zumindest vorne halt die Buchstaben. B, die Reisepassnummer. Tauli wüsste das ganz gut, der ist Österreicher. Ja, ich nehme B. Okay, Antwort B, die Reisepassnummer. Der IBAN in Österreich hat 20 Stellen, der BIC hat 8 Stellen, wenn es eine Hauptanstalt ist. Zum Beispiel Österreichische Nationalbank, 11 Stellen bei Zweiganstalten, Flugnummer, je nachdem, ne? LH, OS und ich glaube maximal 4 Stellen sind da noch. Und der Reisepass, haben Sie ganz richtig erkannt, besteht aus einem Buchstaben und 7 Ziffern, Felix. Jawohl. Dann. Geht's weiter. Welcher Knopf muss in Straßenbahnen vom Fahrer betätigt werden, um sicherzustellen, dass dieser bei Sinnen ist? Das ist eine herrliche Formulierung, dass dieser bei Sinnen ist. Der heißt dieser Knopf Lebemann, Ehrenmann, Todmann oder Bettelmann? Also Bruder, du bist so, so unlustig. Also Ehrenmann bist du schon mal nicht. Bettelmann würde ich auch ausschließen. Ich tendiere zwischen A und C, aber meine Tendenz wäre wirklich eher bei C, dem Todmann. Ist ja der Tendenz. Das müssen wir abklären, wie weit da die Tendenz zu einer auf Wissen basierenden Antwort. Ey Junge, dieser Akzent, ne? Junge, der triggert mich so hart. Komm, ich nehme einfach C. Gut, Antwort C, Todmann. Todmann, weil das ist die richtige Antwort. Ja, sauber. Es funktioniert folgend. Der Fahrer betätigt dauerhaft einen Knopf oder Hebel, sonst wird ein Signal oder eine Bremshandlung ausgelöst. Oder er muss alle 30 Sekunden auf den Knopf drücken, damit die Zentrale weiß, er ist noch bei Sinnen. Ja, und jetzt? Juckt mich nicht. Gib mir lieber das Geld. Wollen wir die nächste Frage umgehen? Nö, das reicht mir. Ich komme wieder, wenn Hartz IV nicht mehr gönnt. So, sportlich war es. Jetzt geht's wieder weiter mit unserer nächsten Auswahlaufgabe. Ja, ich hoffe, dir hat diese Wer wird Millionär-Parodie gefallen. Unterstütze mich doch jetzt gerne kostenlos mit einem Abo. Die Auflösung vom Gewinnspiel gibt's im nächsten Video. Hier oben findest du noch ein altes Cringe-Video von mir und hier unten eine neue Parodie. Bis zur nächsten Parodie. Ciao.